So, ihr zwei, wir wollen uns jetzt warm machen. Einmal aufstehen und los geht's. Wir fangen wieder an mit Sonnentigerbrett. Und ich habe zwei neue Asanas. Und die haben es richtig in sich. Das erste ist das Flugzeug. Das Flugzeug geht so: Du stellst dich auf einen Fuß und bringst das andere Bein mal nach hinten und suchst dir wieder einen Punkt auf dem Boden. Dann breitest du hier deine Flügel aus. Und hinten das Bein ist ganz, ganz lang gestreckt. Und das probieren wir direkt mal mit der anderen Seite, würde ich sagen. Und auch da das andere Bein nach hinten und dann die Flügel ausbreiten. Und du schwebst durch die Lüfte. Das zweite Asana ist der Adler. Wir fliegen heute ganz schön viel. Dafür nimmst du ein Bein und wickelst es um das andere herum. Du machst hier einen richtig festen Knoten in die Beine und das gleiche machst du mit den Armen. Und die Handflächen sind aufeinander und die Finger ganz gestreckt. Das probieren wir direkt mal mit der anderen Seite. Einmal entknoten, alles ausschlackern. Und jetzt das andere Bein umwickeln und verknoten. Und den anderen Ellbogen um den einen wickeln. Und wenn du jetzt kannst, kannst du hier noch mal ein bisschen tiefer in die Knie gehen. Und einmal entknoten. Dann geht's los. Ein fliegender Knoten. Los, und jetzt seid ihr rennende Yogis. Schön, 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 schnell. Und einmal auf die Zehenspitzen kommen. Ganz groß machen und dabei weiterlaufen. Kleine Trippelschritte. Und einmal auf die Fersen. Und jetzt mal richtig mit den Fersen auftreten. Und einmal in den Adler. Flieg davon. Such dir wieder einen Punkt, den du anschaust. Das kann auch ein Muttermal sein auf deinem Arm. Und jetzt fliegen wir direkt weiter, und zwar als Krähe. Komm in die Hocke. Hände vor dir aufgesetzt. Und wieder aufstehen und wir fliegen durch den Raum von tief unten nach oben. Und wir fliegen bis zur Sonne. Und fliegen runter zur Erde. Und nochmal hoch zur Sonne. Und zur Erde. Und nochmal hoch zur Sonne. Und zur Erde. Und wie laufen wir weiter? Wie wird uns richtig schön warm? Seitwärts, super. Einmal seitwärts. Und einmal umdrehen. Wieder umdrehen und in die Katze und in die Kuh, in die Katzenbuckel, nochmal in die Kuh, in den Katzenbuckel. Und jetzt macht die Katze Kunststücke und streckt einen Arm und das andere Bein, also rechten Arm und linkes Bein, nach hinten und vorne aus und balanciert. Und einmal die Seiten wechseln. Und wisst ihr was? Das Tier kann auch fliegen, was wir gerade machen. Das ist nämlich die Möwe. Und damit uns so richtig warm wird, machen wir jetzt nochmal den Frosch. Von ganz unten nach ganz oben. Genau.
der versucht, den Vögeln hinterherzuspringen. Und noch ein paar Frösche. Los, los. Und einmal in das Krokodil. Ein bisschen Entspannung von dem anstrengenden Frosch. Dann einmal alle wieder aufstehen. Und eine letzte Runde, ganz schnell. So schnell du kannst, durch den Raum flitzen. Los, 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 los. Und nochmal die Knie heben. So schnell es geht, ganz, ganz schnell. Noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen durchhalten. Einmal stehen und in den Baum, damit wir wieder zur Ruhe kommen. Tief einatmen. Such dir einen Punkt auf dem Boden. Einmal lösen. Sind wir bereit für den Sonnengruß? Ja.